Moin Moin, guten Tag, willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Wir machen jetzt die Mission Klarschiff und dafür müssen wir mit dieser lieblichen Dame hier reden, Geht's bald die los? sich Iris schimpft. Wenn du fortfährst, kannst du fürs Essen nicht mehr umkehren. Oh. Okay. Nein. Dann bin ich mir doch noch nicht so sicher. Okay. Dann müsste ich vielleicht doch noch so ein paar Missionen hier erstmal fertig machen. Ja gut, ich kann fürs Erste nicht umkehren, aber ich kann später umkehren. Ja, komm, pfeif drauf, wir machen Geht's das. bald los? Kommt, fahren wir endlich. Wir machen das. Wir können ja später nochmal zurück. Los, gehen wir. Auf geht's. Der Regalia erinnert mich an Insomnia. Stimmt. Er sieht anders aus als die Autos hier. Und er ist so geräumig. Wer hätte gedacht, dass ich neben drei Jungs und einem Gladio da auch noch reinpasse? Normale Autos sind viel enger. Hab noch nie in einem gesessen. Unser Wagen war mit dem Gepäck schon voll. Ein Glück konnte ich bei euch mitfahren. Ob die anderen es sicher nach Keim geschafft haben? Ja, wenn unterwegs nichts passiert ist. Okay, 4 Kilometer müssen wir jetzt erstmal fahren. Und dann bin ich mal gespannt, zum einen, wo Keim überhaupt liegt und zum anderen, wann wir wieder zurückkommen. Ich habe mich gerade so ein bisschen beschäftigt mit den Trophäen, weil ich den Eindruck habe, dass die Entschuldigung, dass die Platin-Trophäe relativ einfach Seht ist. mal, da drüben. Das ist ganz bestimmt der berühmte Ravatoga. Glaube ich. Glaubst du? Ich glaub dir sofort. Jared hat mir eine Menge beigebracht. Und weil ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gelesen, dass ich nach Abschluss der Story auf jeden Fall wieder mich hier frei bewegen kann und sämtliche Quests etc. abarbeiten kann. Das war schon mal gut zu wissen. Und zum anderen, ich spiele das Ganze Ines, ja auf danke fürs leicht. Fahren. Gerne. Hat außer dir keiner einen Führerschein? Ich schon. Ich auch. Die beiden könnten fahren, sollten es aber nicht. Ignis ist der beste Fahrer von uns. Fahren die anderen so schlecht? Überhaupt nicht. Stimmt's? Ja. Aber Gladio ist es lieber, wenn Ignis fährt, solange du mit uns im Auto sitzt. Also, ich spiele auf leicht. Ich muss allerdings wahrscheinlich zum Endkampf auf normal umstellen. Das kann man aber problemlos Willst du dich machen. nicht ausruhen? Nein, danke. Ist sicher unbequem in der Mitte. Prompto, tausch doch mit ihr. Nein, wirklich. Ich mag den Platz. Sag, wenn du müde bist. Ansonsten alle anderen Trophäen sind relativ easy und können im Lauf der Story gemacht werden. Beziehungsweise halt dann, wie gesagt, nach der Story. Ich muss sämtliche Nebenmissionen, glaube ich, abschließen für eine Seht Trophäe. mal, Leute! Hui. Ausgerechnet jetzt. Noch so eine Basis. Halten wir an. Nocked. Keine Sorge. Wir packen das. Rachefeldzug. Okay. Wir müssen schon wieder eine Basis infiltrieren. Altlestalum. Okay. Altlestalum ist ganz schön weit weg von Willst du sie Neulestalum. stürmen, Nocked? Das sind wir Jared schuldig. Ja, und Talcott auch. Iris, warte hier auf uns. Gut. Gruppe verlassen, Iris, okay. Gut, ich habe gesehen, Vorsichtig, Noct. hier Ich gab es muss die noch Umgebung irgendwie. erst noch analysieren. Wir sollten uns der Basis nähern und einen Plan ausarbeiten. Ja, machen wir ja alles. Hier gab es noch Missionen, habe ich gesehen. Herzlich willkommen.
In der Heimat des guten Geschmacks. Kein Problem. Mit Informationen kann ich dienen. Okay. Dies ist unsere Speisekarte. So, dann würde ich fast mal sagen, ich nehme jetzt von hier eine Jagdquest an, obwohl ich schon eine habe. Aber wenn ich jetzt erstmal nicht zurückreisen kann, geht klar, würde ich doch vorschlagen, dass wir uns hier jetzt erstmal ein bisschen mit Quests eindecken. Weg da! Mensch. Stets zu Ihren Diensten. Was hast du Komisches? Sind wir im Geschäft? Beehren Sie uns bitte wieder. Das ist es. Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. So. Da bin ich aber gespannt. Ignis kriegt ein neues Rezept von mir. Und hier gibt es noch zwei Quests. Und dann muss ich mal gerade auf die Karte gucken. Ich meine, warum komme ich denn nicht zurück? Es ist doch eigentlich... Eigentlich brauche ich doch nur die Straße wieder zurückfahren, oder nicht? Na gut, wie dem auch sei. Ach, Dave. Hallo Jungs. Ich will euch nichts aufdrängen, aber falls ihr gerade nichts zu tun habt, könntet ihr wieder auf Markensuche gehen. Ach, Junge. Du bist überall, wo wir auch sind. Warum findest du deine dämlichen Marken nicht einfach selber? Ehrlich, du bist so unfähig. Ach, und die Alte ist auch schon wieder da. Da seid ihr ja, genau im rechten Augenblick. Hier, eure nächste Aufgabe. Wehe, ihr schwänzt. Du mich auch. Die mit ihren blöden Fröschen. Eine Karpfenkröte besiegen. Okay. Ach, habe ich sogar schon. Super. Das ging schneller als erwartet. Ja, Zeit kannst du sehen. Geld. Ja, ja, ihr wisst Bescheid. Wunderbar. 5000 EP. Läuft. Sorry, bin beschäftigt. Keine Zeit. Alles klar. Alles klar. So, hier gibt es noch was zu sammeln. Das nehme ich auch noch schnell mit. Und dann... Was haben die hier draußen bloß vor? Müssen wir mal gucken. Und sicher auch das letzte Stück Land erobern. Dafür scheinen sie zu wenige zu sein. Wahrscheinlich eher als Versorgungspunkt gedacht. Wir sollten ihn zerstören. Ja, machen wir. Ist kein Ding. Das machen wir auf jeden Fall. So, Moment. Halt. Hier wollte ich rein, dann wollte ich hier hin, dann wollte ich hier hin. So. Klar, Schiff ist jetzt nämlich eine andere Mission wie Rachefeldzug. Okay. Dann fahren wir uns da mal gerade hin, dann gucken wir uns die Basis an und dann machen wir die gerade platt. Kein Problem. Interessante Gondel. Also interessante Seilbahn. Kann ich da wohl auch mitfahren? Das wäre lustig. So, da sind wir schon. Schon wieder latschen. Nein, Mann. Geh aus dem Weg. Okay, immer noch 300 Meter weg. Wie kommen wir denn da rein? Wahrscheinlich hier. Denkst du?
kein Problem. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich bin ja schon quasi in der Basis drin jetzt. Ist doch eigentlich nicht richtig, oder? Ich muss sie hier eigentlich erst beobachten. Aber ich renne ja schon mitten durch. Jetzt leg ich los! Übernimm dich bloß nicht! Ade! Weiter so, Nord! Jupp! Vorwärts! Jo! Ja, ich glaube, wir sind von der falschen Seite gekommen. Bin beeindruckt, Nacht. Yep. Kein Ding, Mann. Na gut, dann kämpfen wir uns halt hier jetzt schon durch. So viel zum Thema beobachte die Basis. Da ist schon etwas dickeres Vieh. Aber egal. Auf den Nacht. Lassen wir die Waffen schmieren. Fort mit dir. Vorsicht. Wow. Hey, alles okay? Ja, ich komm klar. Okay. Gehen wir. Yo. Easy money. Easy peasy money. Ich habe ja levelmäßig schon so ein bisschen vorgearbeitet. Ich bin jetzt Level 35. Die Quest ist Level 25. Dadurch, dass ich halt immer nebenbei so ein paar Nebenquests mache. Das werde ich auch so beibehalten. Hier räum ich auf. Na, was machst du? Bist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Dir zeig ich's. So, wir sind da. Also, wie lautet der Plan? Wir nehmen den Brigadegeneral als Geisel. Die Zahl ihrer MI ist unbegrenzt. Und Maschinen verraten uns keine Informationen. Zunächst teilen wir uns auf. Prompto und Gladio lenken den Feind ab. Kein Problem. Im Leute irritieren bin ich gut. Nacht. Ist wohl wahr. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Operation Geiseldrama läuft. Geiseldrama, ich dachte, das heißt, wie hat das genannt? Basisbrecher? Irgendwie sowas, ne? Basenbrecher? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Na gut, schauen wir mal. Wir nehmen jetzt Rache für den Mord an Jared. Ist schon recht. Das wird ein Nachspiel haben. Dieser Hanea ist nicht zu erreichen. Zu all dem Ärger. Ihr Fehlverhalten stellt mich in einem ganz schlechten Licht dar. Wir müssen ihn überwältigen. Folgen wir ihm. Caligo. Ich gebe dir das Signal zum Handeln. Lass dich nicht von ihm entdecken. Okay. Ich sehe ihn ja nicht mehr. Okay, aber da stehen doch Wachen. Was führt Kanzler Isunia nur im Schilde? Ob er mich etwa von Commodore Highwind bespitzeln lässt? Kann ich die jetzt wohl töten hier? Ich muss ja irgendwie dran vorbei. Okay. Das beantwortet meine Frage.
Okay, er ist stehen geblieben. Nackt. Dich darauf schließen. Wir verlieren ihn aus den Augen. Aber er steht doch da. Überall schickt er mir diese verdammte Söldnerbraut auf den Hals. Er vertraut ihr auf menschlicher Ebene, sagt er. Und das von dem Mann, der sein Vertrauen in Magitech-Soldaten setzt. Hey, wer ist da? Ah. Die Lage ist aussichtslos. Ziehen wir uns zurück, ehe es zu spät ist. Ah, wieso hat er mich jetzt entdeckt? Er ist doch weggegangen. Ach Mann. Ich bin nicht gut im Schleichen. Vor allen Dingen nicht in einem Spiel, was gar nicht zum Schleichen vorgesehen ist. Okay, nochmal von vorne. Was führt Kanzler Isunia nur im Schilde? Ob er mich etwa von Commodore Highwind bespitzeln lässt? Wo gehe ich denn am besten hin, dass er mich nicht sieht? Überall schickt er mir diese verdammte Söldnerbraut auf den Hals. Er vertraut ihr auf menschlicher Ebene, sagt er. Und das von dem Mann, der sein Vertrauen in Magitech-Soldaten setzt. So, er geht jetzt wieder weg von mir. Ich gebe zu, dass mein Temperament mit mir in Lestalum durchgegangen ist. Den Butler hätte ich nicht töten müssen. Aber das gibt dieser Aranea noch lange nicht das Recht, sich den verdammten Prinzen vor ihrem General zu schnappen. Nein, hier komme ich nicht durch. Hey, wer ist da? Ach Mann. Zurück, ehe es zu spät ist. Ach, Scheiße. Ich hoffe, er hat gespeichert. Also es kam eine Meldung zwischen Speichern. Ich hoffe, dass ich jetzt oben auf dieser Brücke wieder weitermachen kann. Aber ich muss doch trotzdem durch das Haupttor durch, oder nicht? Ich gebe zu, dass mein Temperament mit mir in Lestalum durchgegangen ist. Den Butler hätte ich nicht töten müssen. Aber das gibt dieser Aranea noch lange nicht das Recht, sich den verdammten Prinzen vor ihrem General zu schnappen. Ich muss trotzdem durch dieses Haupttor durch und die Wache steht ja direkt dahinter. Ist ja auch ein bisschen blöd. Da stehen zwei Wachen. Die standen da gerade auch nicht. So ein bisschen Dishonored-mäßig.
Ein letztes Mal versuche ich noch Aranea zu kontaktieren. Ihr bleibt alle in Bereitschaft. Wenn Commodore Highwind kommt, schickt sie zu mir. Okay. Soweit so gut. Kann ich ihn jetzt killen? Er steht hier unten ganz alleine. Noct, pirsch dich von hinten an und überwältige ihn. Ah, ich doch. Und denk dran, wir brauchen ihn lebend. Gut gemacht, Noct. Tja. Weiter so. Bam. Los, das war das Signal. Noct, geh zu den anderen beiden. Ich kümmere mich um Caligo. Okay, sei vorsichtig. Oh, hallo. Okay, alles gut. So, wo soll ich denn hin? Da hinten. Hier. Wo? Im Ernst jetzt? Keine Gnade! Ja, das war's schon. Bereit, die Basis niederzureißen? Jawohl. Theoretisch. Hast du es gemacht? Ja. Wenigstens wart ihr erfolgreich. Was soll das heißen? Wo ist der Neffe? Ich habe ihn den Meldatio-Jägern übergeben. Doch eben haben sie mich kontaktiert. Ihm ist die Flucht gelungen. Das nächste Mal kriegen wir ihn. Was kannst du eigentlich? 10.000, 12.000 XP. Aber Ignis hat weniger bekommen. Weil er jetzt halt 2 Minuten Kampf verpasst hat. Na gut, wir haben die Basis erfolgreich infiltriert. Und jetzt geht's wieder zurück nach Iris, nach Altestalum. Wunderbar. Das ist aber hier irgendwie. Hallo. Na, mein Hübscher. Na, du? Na, dann zeig mal, was du drauf hast, Kleiner. Wolltest du ein bisschen aufs Maul, ja? Zeig mal, was na gut, kriegst du aufs Maul, ist doch kein Ding. Wenn wir diesen Gegner nicht beikommen, fürchte ich. Auf Nimmerwiedersehen! Was denn jetzt? Was machst du denn mit mir? Aua, lass das! Daneben! Boah. Augen auf! Daneben! Oh, ah.
Mann, was geht denn ab mit euch? Hab euch wohl unterschätzt. Ich dachte, ich wäre hier fertig. Na, falsche Taste. Hab euch wohl unterschätzt. Bam! Dann geht er auf dem Zahnfleisch. Beenden wir es. Zeigt keine Gnade. Wer zuerst? Wir oder der Feind? Und wer euch erwischt? Ich bin echt unglaublich. Dein Ego. Schade, schon Feierabend. Wie bitte? Mein Pensum ist erfüllt. Schluss für heute. Ich bin kein Fan von Überstunden. Die werden mir nämlich leider nicht bezahlt. Na dann, bis zum nächsten Mal, mein süßer Prinz. Tschüss, du Schlampe. Wer zum Teufel war das? Ich weiß es nicht. Geht's Iris gut? Keine Sorge, bestimmt. Lassen wir sie nicht länger warten. Junge, 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 Junge. Die schien doch mal nett zu sein. So, und jetzt kommen wir automatisch wieder nach Altlestalum. Das ist ja auch praktisch. Und dann müsste ich auch unbedingt mal rasten, so wie ich das gerade lese hier. Ich habe 12.000 EP. Die wollen wir doch mal gleich umsetzen in Level. Da seid ihr ja. Habt ihr es ihnen gezeigt? Ja. Kinderspiel. Darf ich später vielleicht zu euch aufs Zimmer kommen? Ich sehe nur einen schwarzen Bildschirm. So, okay, ich raste automatisch, weil wahrscheinlich das Kapitel fertig ist. Kann das sein? Glaube ich eigentlich noch nicht. Bam, 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 bam. Das hat sich mal richtig gelohnt. Das hat sich mal richtig gelohnt. Oh, das bin ja ich auf dem Foto. Schönes Foto, oder? Ja, du könntest später echt mal professioneller Fotograf werden. Nein, das Foto ist nur gut, weil du so fotogen bist. Also Prompto steht ja auf alles, was... Schon wieder, Gentiana? Hast recht. War sie dabei? Diesmal weiß ich aber 100 pro, dass Gentiana nicht da war. Äußerst mysteriös. Das ist schon das dritte Foto, wo die mit drauf ist. Das war auch übrigens diese Trophäe, wo ich mich noch gewundert habe. Irgendwie Geisterfoto oder wie es hieß. Da sind irgendwie Fotos, auf denen auf einmal Gentiana zu sehen ist. Das ist jetzt schon das dritte, wo sie mit drauf ist. Wow! Das ist schön. Okay. So, okay. Zum Kapkern oder wie es heißt, begeben. Das können wir gerne machen. Wie sieht's mit Tanken aus? Was? Ist voll? Ist voll. Dann kannst du von mir aus weiterfahren, ja. Okay, fahren wir los? Ja. Das tun wir. Okay, auf geht's. So, wo ist das denn? Nochmal 2 Kilometer. Okay. Ich fühle mich verarscht. Wir können von Glück reden, dass sie von selbst abgezogen ist. Ja, die
Gegen die war Loki ein Klacks. Allerdings hat Kor damals mit uns gekämpft. Meinst du, mit ihm zusammen hätten wir gewonnen? Sicher war das nicht unsere letzte Begegnung mit ihr. Davon gehe ich auch mal aus. Mein Gott, das dauert ewig, bis die Screenshots mal kommen. Bestimmt 5-6 Sekunden Delay drin. Na gut, egal. Da wird es bestimmt auch noch so einen Titan geben, oder? Das ist doch eine andere Stelle, oder nicht? Das sieht aber auch sehr meteormäßig aus. Sieht vielversprechend aus. Los, lasst uns mal reinschauen. Wenn es stimmt, was man sich über den Malmalam-Wald erzählt, dann werden wir hier hoffentlich fündig. Ja, okay. Gegner im Zentralsektor besiegen. Okay. Mit Iris am Start, oder was? Ein Wald? Was? Ihr seid ja drauf. Voller wilder Tiere, wetten? Du meinst wohl, voll mit Beute zum Jagen. Klingt nach einer Menge Spaß. Ja, nach Spaß. Das sind klingt da? Nach Spaß. Wir sind sowas von da. So, ich würde sagen an dieser Stelle... Oh, übrigens, während ihr weg wart, ist hier ein Chocobo mit Reiter vorbeigetrabt. Sagt mal, seid ihr schon mal auf Chocobos geritten? Das sah total spaßig aus. Hey, probier's doch aus. Noct, ruf der Dame einen Vogel. Ich hab keinen gemietet. Kinders, ich hab keinen Chocobo gemietet. Und ich kann jetzt hier auch keinen mieten. Jetzt stehe ich aber wie so ein Idiot da. Gut, mache ich. Also, ich wollte mich verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Im nächsten Teil geht's weiter mit der Erforschung des Waldes hier. Malmalam oder wie es heißt. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.